Dann herzlich willkommen also zu Aufgabenblatt 12. Wenn ich das richtig verstanden habe, von den Informationen, die ich gekriegt habe, ist es dann auch das letzte Aufgabenblatt. Und ja, wie ich letzte Woche auch schon ankündigte, würde ich, wenn ihr wollt, die nächsten 2 Wochen dann nutzen, um schon mal ein bisschen Wiederholung zu machen. Aber wie gesagt, heute haben wir noch mal ein paar Aufgaben vor uns. Wir werden uns ein bisschen mit Adressierung beschäftigen, werden uns den Stack angucken. Thema Pipelining. Ja, und tatsächlich keine Assembler-Programmierung. Auch mal was anderes. Fangen wir also an. Passend zur Aufgabe 1. Wir haben. Ach, jetzt sehe ich gerade wieder, okay, ist doch mit ECX statt RAX. Egal. Also, ihr habt es mit ECX im Aufgabenblatt. Ich habe es mit RAX jetzt hier. Ist jetzt auch egal. Macht für uns in der Übung an sich keinen Unterschied. Genau, denkt bitte daran, wenn ihr gerade nicht redet, dass ihr euch stumm stellt. Auch wenn ich euch in der Aufnahme natürlich nicht habe. Genau, so, also, was haben wir für die Aufgabe vorliegen? Wir haben ein paar Register vorliegen. Diese Register nennen sich. Naja, bei euch jetzt bei mir fängt sie mit R an. Und dann AX, CX, DX. Und außerdem haben wir Adressen, Speicheradressen. Also Speicheradressen wie hier die 0x200, 204, 208, 200C. Wir müssen natürlich dran denken, 0x, 0x vor einer Zahl. Wisst ihr noch, wofür das stand? Was das für ein Hinweis gab? Was ist das für, ja, was für ein Zahlensystem ist das? Genau, das ist hexadezimal. Da müssen wir dann eben drauf achten bei einigen Sachen. Und entsprechend haben wir dann auch für die Speicheradressen Werte, die auch dann hexadezimal vorliegen. Ja, soweit, so gut erstmal. Was wir jetzt damit machen sollen, ist, dass wir gucken, welche Auswirkungen bestimmte Befehle haben, die wir machen können. Und eine der wichtigen Sachen ist, das ist auch auf dem Aufgabenblatt ganz unten drunter noch beschrieben, der Zieloperand steht rechts, also da, wo das Ergebnis reingeschrieben wird, finden wir auf der rechten Seite, wenn es mehrere Register gibt, die angegeben werden oder Adressen in Klauseln. Zugriffe werden direkt ausgedrückt. Das heißt, wenn irgendwie nur irgendwo Prozent RC irgendwas, R irgendwas oder Prozent E irgendwas steht, dann ist da direkt das Register gemeint. Wenn eine runde Klammer um so einen Registernamen steht, dann haben wir einen Speicherzugriff. Also da müssen wir eben gucken, welche Speicheradresse ist damit gemeint. Und das kann dann auch noch ein Offset haben. Das gucken wir auch uns dann mal im Beispiel an. Dafür gibt es dann eine entsprechende Formel, wie das aufgebaut ist. Genau. Fangen wir einfach mal von oben an mit vielleicht etwas relativ einfachen. Wir haben Inkel Prozent RCX. Und ja, was meint ihr? Was passiert da? Was könnte das sein? Was könnte da passieren? Was müssen wir da tun? Also wir müssen uns ja zum einen die Frage stellen, okay, was ist Inkel für ein Befehl? Was müssen wir also machen und worauf müssen wir zugreifen? Auf Register oder auf Adressen? Ah, okay, wir versuchen herauszufinden, also wofür steht der Begriff Inkel? Wir haben im Endeffekt für den Opcode, also den Befehlscode, müssen wir uns nur die ersten 3 Zeichen hier angucken, beziehungsweise alle minus das letzte. Das letzte Zeichen bezieht sich auf entsprechende Längen, die wir haben. Also ob wir mit Long oder mit Quad arbeiten. Könnten auch irgendwie mit Double oder ähnlichem. Also in dem Fall halt eben Inkel bedeutet halt, dass wir Länge Long haben. Wenn wir Ink Q hätten, dann wäre das Länge für ein Quad-Wort.
Genau, und damit ist also der Befehl INC, Inc, richtig erkannt, das steht dann fürs Inkrementieren. Und Inkrementieren ist tatsächlich nichts anderes als plus 1. Okay, gut, das heißt, wir wissen jetzt, was der Befehl ist. Was ist denn, daneben steht Prozent RCX. Wir müssen ja noch irgendwie wissen, was kommt da eigentlich raus und wo schreiben wir es hin? Also vielleicht erstmal könnt ihr schon sagen, an welche Stelle wir das Ergebnis schreiben müssen von dieser Operation. Genau, also der Zieloperand steht rechts, haben wir schon gesagt. Jetzt haben wir sogar nur einen, das ist noch einfacher. Das heißt, wir schreiben wieder in das Register RCX rein. Und da ist auch die Quelle. Unser Register hat den Wert 0x, 7, die 0, 7 Nullen und dann 4. Und das wird um einen inkrementiert. Das heißt am Ende der Wert 5 dann. Genau, das ist also schon Inkrement bei A. Gucken wir uns das nächste Beispiel an. Nehmen wir mal B hier. Und jetzt darauf achten, wie gesagt, ich sagte schon, ne, wir haben die Unterschiede zwischen direkten Registerzugriffen und Zugriffen, die wir mit Hilfe des Registers auf eine Adresse zeigen. Letzteres zeigt uns das Prozent. Kann mir denn wer sagen, vielleicht sogar schon, wo das Ergebnis reingeschrieben werden muss bei B? Also, wir sehen erstmal Add. Add muss ich euch, glaube ich, nicht fragen. Das ist eine Addition, die wir vorliegen haben. Aber wo wird das Ergebnis der Addition reingeschrieben? Das hat mit Rx zu tun, aber Achtung, da sind jetzt Klammern drumherum. Klammern heißt, wir gehen Richtung Speicheradresse. Und genau, das heißt, wir gucken uns an. Das ist so ein bisschen wie der, ja, wie der direkte Zugriff, den wir letztes, oder die direkte Adressierung, die wir letztes Mal auf dem Aufgabenblatt hatten. Also, wir gucken uns an, Prozent Rax hat den Wert 0x und so weiter, 200. Und da die Klammern drumherum sind, ist das der Wert unserer Speicheradresse. Das heißt, wir gucken rechts bei der Speicheradresse 0x200, das ist unser Ziel. Deswegen sagen wir auch Mem 0x200 ist da, wo wir unser Ergebnis reinschreiben. Und jetzt die Addition. Was müssen wir addieren miteinander? Welche Werte? Okay, genau, den Wert von 200, also der in 200 steht, weil das ja hier immer noch der Zugriff auf die Adresse ist. Das ist also BABA. Plus den Wert, den wir in dem anderen Operanden haben, das ist einfach nur das Register RCX direkt, also die 4. Und das heißt, ja, wenn wir das zusammenrechnen, einfach hexadezimal hochzählen, kommen wir auf BABE, müsste das sein. Okay. Da also, wie gesagt, der Unterschied zwischen haben wir eine Klammer drum oder nicht um das Register. Schauen wir uns nun C an. Dekel 8, Klammer auf, Prozent RAX, Klammer zu. Wer hat denn eine Ahnung, wie wir da jetzt erstmal an unser Ziel kommen, also wo wir das Ergebnis reinschreiben? Na, es hat mit Rx zu tun. Wieder da einmal drauf achten. Also das ist jetzt im Endeffekt der dritte Punkt, der den wir da so ein bisschen haben unter der Tabelle in einem Aufgabenblatt. Eine runde Klammer um ein Register bedeutet einen Speicherzugriff, gegebenenfalls mit Immediate Offset.
Also das heißt, wir gucken erstmal wieder das Prozent RAX und würde, klar ist das Register RAX, das Ganze in Klammern heißt, wir nehmen den Wert, das sind Wert 200, aber wir haben noch ein Offset von 8 drauf, genau, das wird dann einfach drauf addiert. Das heißt, unser Ergebnis ist in dem Fall MEM 0x208. Okay, was schreiben wir an die Speicheradresse rein? Was ist das Ergebnis des Ganzen, was wir haben? Genau, jetzt einmal ein bisschen gucken, wo müssen wir eigentlich hin, was müssen wir eigentlich nehmen? 0x208. Also, da, wo wir das Ergebnis hinschreiben bei der Dekrementierung, ist auch der Wert, den wir dekrementieren. Ja, das heißt, wir gucken bei der Speicheradresse 0x208 rein und da ist der Wert 0xDC. Der wird dekrementiert, also um einen verringert auf dB. Und da nochmal die Nachfrage. Also, wie kommen wir auf die 208? Wir schauen uns an, wir haben als Zieloperand oder als Wert, wo wir gucken, Prozent RAX. Das heißt, wir wissen, wir starten mit dem Register RAX. Aber das Ganze ist in Klammern. Das heißt, es geht um einen Speicheradressenwert. Der Speicheradressenwert, hätten wir die 8 nicht davor, wäre das 0x200. Aber 8 sagt, wir haben einen Offset von 8, den wir auf den Wert im Register erstmal hinzufügen müssen. Das heißt 200 plus 8 und dann arbeiten wir an der Stelle dort. Gut. Nächste Teilaufgabe. Kommen wir zu D. Wir haben hier ein Sub. Dollar 1 und dann in Klammern Prozent RAX, Prozent RCX, 2. Vielleicht erstmal die Frage Dollar 1. Wofür steht das oder wofür könnte das stehen? Irgendeine Idee, eine Idee. Da ist jetzt kein Prozent, das ist irgendwie kein Register. Was könnte einfach, wenn da sowas wie Dollar 1 steht, was könnte dahinter stecken? Ja, okay, vielleicht einfach minus 1 an der Stelle gemeint. Genau das ist es. Also Dollar ist ein Immediate-Wert, also direkt angegebener Wert. Wenn wir Dollar irgendwas haben, dann ist direkt der Wert damit gemeint. Okay, in dem Fall halt Subtraktion, also minus 1 wird abgezogen von, und jetzt müssen wir ein bisschen gucken, das in der Klammer ist ja so ein bisschen zusammengebaut. Da müssen wir jetzt eben gucken, wie die Vorschrift ist. Ich habe das hier oben auch nochmal ja hingeschrieben. Das heißt, wenn wir sowas haben, wie hier eine Klammer mit zwei Registern, im Endeffekt RB steht für das Basisregister, RI für das Indexregister und dann haben wir noch einen Wert von 2, der hier dazu kommt, dann müssen wir eben gucken, das Ganze wird, also S steht für den Skalierungsfaktor, Entschuldigung, das Ganze wird dann so in eine Speicheradresse umgerechnet, wie es auf der rechten Seite steht. Wir nehmen das Basisregister plus den Skalierungsfaktor mal den Indexregister plus gegebenenfalls einen Immediate-Wert. Also der Immediate-Wert ist optional natürlich. Es könnte jetzt halt eben sein, keine Ahnung, ich hätte jetzt hier irgendwie auch noch einen, irgendwie eine 34 oder sowas davor haben können. Dann hätte ich halt eben auch meinen Immediate-Wert noch dazu. Haben wir hier aber nicht. Wir bleiben ohne. Okay, also das heißt, Prozent RAX, Prozent RCX und 2. Hat jemand schon rausgefunden, welche Speicheradresse sich hierhinter befindet, wenn wir das Ganze ausrechnen? Also, wo das Ergebnis dann auch ist. Ansonsten gehen wir mal stückweise durch. Also, was haben wir gesagt? Das erste ist das Basisregister.
Unsere Formel zur Umwandlung sagt, okay, wir starten mit dem Basisregister. Das wäre Prozent RAX plus der Skalierungsfaktor 2 mal Indexregister, das ist Prozent RCX. Gut, und Offset haben wir nicht. Das heißt, die Sachen sind das. Und ich sehe da auch schon die richtige Antwort. Genau, also 208 kommt da raus. Warum? Also wir haben RAX, das hat den Wert 200 plus 2 mal RCX. Jeweils, ne, denkt dran, dass hier ohne Klammern direkte Registerwerte. Hier haben wir den Wert 4, also 200 plus 2 mal 4 macht 208. Also ist 0x208 die Adresse, an der wir das Ganze reinschreiben. Und jetzt müssen wir natürlich noch die Subtraktion machen. Auch hier wieder dann eben gucken. Also wir hatten ja hier in unseren rechten Operanden haben wir ausgerechnet. Da wie eben auch darauf achten, dass wir den Wert aus der Speicheradresse 208 nehmen. Das heißt, wir nehmen unser 0xDC minus 0x, mal gucken von der Länge, genug Nullen davor packen, die 1 und dann kommt hier im Endeffekt dann auch wieder 0xdb raus. Okay, soweit ein paar einfache Beispiele. Damit solltet ihr hoffentlich zu den Adressen kommen. Wir haben noch einen Befehl, den wir uns einmal kurz anschauen. Also wirklich, wirklich kurz. Adressen zusammenbauen, das kriegt ihr hin. Aber kurz einmal die Frage IMUL. Was ist denn IMUL für ein Befehl? Der taucht auf dem Aufgabenblatt auf. Welche Operation steckt dahinter? Das ist vielleicht ein bisschen billig, die Frage, aber nur, dass wir sie drin haben. Ja, mal rechnen. Genau, das steht für eine Multiplikation. Das zweite L ist auch wieder irgendwie nur wieder hier, dass wir die Länge long haben. Also, das steht für eine Multiplikation. Auf dem Aufgabenblatt habt ihr einen Dollarwert vorne und einen lang zusammengesetzten Speicherzugriff hinten. Also, im Endeffekt ist das nichts anderes als eine Multiplikation, die ihr hier rechnet mit dem Wert aus der Speicheradresse. Kleiner Hinweis, denkt daran, dass das Ganze im Hexadezimalsystem ist und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles, was wir für 12.1 brauchen. Wir gehen mal Richtung 12.2. Und zwar müssen wir dafür uns ein wenig mal Dinge anschauen. Wie eigentlich ja, x86 der Stack funktioniert. Also der Stack bei Programmaufrufen. Die Aufgabe selber fragt ja danach, welche Arten von Daten können auf dem Stack abgelegt werden. Das kann ich natürlich nicht so einfach sagen. Also da war nochmal eine Rückfrage für eben. Sorry, die habe ich nicht gesehen. Ganz kurz. Die Frage nach einer Zahl vor einer Klammer, ne, das ist das, was wir hier auch schon bei der Dekrementierung haben. Ne, das ist der Offset. Also dann wird dann einfach nochmal die entsprechende Zahl drauf addiert. So, aber jetzt zum Stack. Genau, also ich denke, das Einfachste ist, wenn wir uns eben wirklich mal angucken, wie auch schon der Tipp uns gibt, was passiert eigentlich bei einem Unterprogrammaufruf, was können wir eigentlich alles tun. Und da gibt es eben ja einige schöne Sachen. Wir hatten uns ja mal ganz kurz vor Weihnachten hatten wir uns das ja mal angeschaut, wie das ist, wie so ein Assembler-Programm aussieht. Aber was passiert dann jetzt eigentlich nochmal? Also, wir haben erstmal einen Stack. Fangen wir damit einmal an. Jetzt muss ich gucken, ich habe es aus Versehen auf der falschen Folie, so, jetzt auf der richtigen Folie. Wir haben ein Stack.
Das ist erstmal relativ einfach. Machen wir mal ein bisschen kleiner. Also, wir haben ein Stack. Ein Stack hat viele verschiedene Felder da drin. Und es gibt beim Assembler-Stack gibt es Sachen, wo man gucken muss. Wir haben nach oben hin die größeren Adresswerte. Also es ist beim Assembler so, dass jede Stelle in dem Stack eine gewisse Adresse hat. Wenn ihr euch so ein bisschen noch an das Pizzakarton-Beispiel für den Stack erinnert, dann ist es quasi so, als ob ich dann irgendwie weiß, dass wenn am Griffloch oder so von meinem Behälter vielleicht da mittlerweile die Pizzakartons so weit hingewachsen sind, dann hat das, keine Ahnung, die Adresse 7 oder so. Also, nach oben hin haben wir größere Adresswerte, aber, das ist erstmal wichtig, der Stack wächst nach unten, also in Richtung der kleineren Adresse, der kleineren Adresswerte. Okay, was wissen wir also noch über den Stack? Je nachdem, womit wir arbeiten, welchem System, haben wir unterschiedliche Abstände zwischen den Adresswerten. Also ich hätte jetzt hier bei meinem Standard-Stack normalerweise von einer Adresse zur nächsten immer einen Abstand von 8. Und ja. Gut, gucken wir uns doch einfach mal an, wie ein Programmablauf aussieht. Was passiert eigentlich? Wir haben meistens irgendwo was, keine Ahnung, unser Programm nennt sich Main, da wird gestartet. Dann passieren irgendwelche Dinge. Und dann passiert meistens sowas wie, wir haben ein Call. Keine Ahnung, nennen wir es mal Sub FT für Subfunktion. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sub F eventuell ein reserviertes Wort ist. Also mit Call Sub FT würden wir eine Subfunktion aufrufen. Also quasi, ne, wenn wir im Programmablauf sind, unter Java so, als ob wir eine andere Methode aufrufen. Und dann gab es ja eben die Labels. Ich habe Main ja eben schon als Label benutzt. Könnten wir also Sub FT als Label haben. Dann springt das Programm dahin, ganz egal, was noch dazwischen ist. Und dann passieren bestimmte Dinge am Anfang gleich. Weiß jemand irgendwie noch, erinnert sich jemand vielleicht, was passiert meistens, wenn eine Unterfunktion aufgerufen wird, ganz am Anfang? Da sind so Dinge, zwei Befehle, da hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja, nee, ich meine keinen Sprung. Alles gut, wir hatten uns das auch nur ganz kurz angeguckt. Also, was normalerweise beim Aufruf von der Unterfunktion so mit als allererstes passiert, sind so Sachen, dass wir einen Push-Befehl finden als erstes. Zum Beispiel. Genau, jetzt immer die Frage, je nachdem, ob wir x86 oder x64 Assembler haben. Ich habe jetzt eben den, das müsste der 64er hier sein. Also ich habe dann hier mein Push-%RBP. Das Prozent sagt uns ja schon wieder, wir haben hier irgendwie einen Register. In dem Fall ist es aber ein spezielles Register, nicht einfach nur irgendein normalen Rechnerregister. Und das nächste ist das Move-ESP-RBP. Ich sage gleich noch was dazu, was da eigentlich passiert und wofür RBP und ESP eigentlich stehen. Okay.
Gut, das sind eigentlich die ersten beiden Dinge, die passieren. Also, was haben wir normalerweise, was auf dem Stack vorliegt? Vielleicht erinnert ihr euch an den Begriff Stack Frame. Also, dass bestimmte Bereiche auf dem Stack irgendwo für einen Programmteil gesichert oder gespeichert sind. Also, meistens haben wir den Base Pointer. Also, hier wieder, ne, ob R oder E vorne, das macht jetzt nicht den ganz großen Unterschied. Also wir haben den Base Pointer, der zeigt uns auf das ja, untere Ende unseres Stack Frames. Und dann habe ich den Base Pointer, den Stack Pointer, der nennt sich eben RSP. Der zeigt dann in der Regel auf den Top of Stack. Aber natürlich mit einer kleinen Ausnahme. Dadurch, dass wir direkte Adressen haben, können wir halt eben hin und her springen im Stack. Und deswegen ist der Stack Pointer nicht immer an der eigentlichen Top-of-Stack-Adresse, aber sollte normalerweise eben am Top-of-Stack des Stack-Frames sein, also des Bereiches, in dem wir am Arbeiten sind. Okay. Genau, so, was kann jetzt also sein? Ne, wir hatten hier unser Programm, da sind Dinge passiert, dann habe ich hier vielleicht irgendwie ein X abgelegt. Keine Ahnung, was will ich hier machen? Ich will irgendwie. Ja, vielleicht will ich einfach nur irgendwie eine Subfunktion, die macht irgendwie eine Addition oder so an irgendeiner Stelle. Also keine Ahnung, die Subfunktion. Die addiert dann irgendwie was auf den Registerwert RAX. Ne, das könnte man zum Beispiel halt machen, dass man sagt, man macht dann sowas. Okay. Wenn ich jetzt irgendwie was addieren will und dieses Addieren ist unterschiedlich, je nachdem, was ich für einen, ja, mit was für einem Wert ich das Ganze aufrufe, dann hätte ich hier irgendwo Argumente. Das würde ich noch in meiner Main-Funktion natürlich machen. Ne, ihr erinnert euch, ihr habt auch in Java habt ihr Parameter, die ihr mitgeben könnt. Das würde ich noch im Rahmen der Main-Funktion als erstes machen. Das heißt, ich lege, keine Ahnung, irgendwie, nennen wir es mal Argument 7. Lege ich als Parameter ab. Und das habe ich gemacht. Und dann würde ich jetzt hier, wäre ich hier an dieser Stelle. So, das, was jetzt der Stack auf dem Stack ist, das ist das hier, bevor ich anfange, die Subfunktion aufzurufen mit dem Call. Ja. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Also nur, ne, dass ihr noch da seid. Wir haben Base Pointer, der ist quasi am unteren Ende des Stack Frames. Wir haben Stack Pointer, der ist am oberen Ende des Stack Frames. Wir haben irgendwelche Dinge hier gemacht auf dem Weg zwischen Main und dem Aufruf Call. Irgendwas, was wir nicht wissen. Hier ist irgendwo vielleicht ein X drauf gelandet. Und wir wollen jetzt eine Subfunktion aufrufen. Die brauchen Parameter. Und den haben wir hier abgelegt vorher. Das ist jetzt gerade eben passiert. Und jetzt kommt quasi das Call-Subfunktion. Ja, dann gehen wir weiter. Als allererstes wird, ja, wir gehen irgendwie, wir springen ja irgendwo anders hin. Wir wissen nicht, wo das Ganze ist. Wichtig ist, wir müssen irgendwie ja auch wieder, wenn unser Programm fertig ist, haben wir wahrscheinlich an dieser Stelle ja Sachen, die wir weiter ausführen wollen. Ne, weil in der Regel machen wir was und wollen damit weiterrechnen. Das heißt, wir müssen wissen, wie wir wieder zurück in unsere Main-Funktion kommen, damit wir nicht irgendwie in der Subfunktion hängen bleiben. Deswegen wird als erstes beim Aufruf vom Call auch unsere ich sag Rücksprung, ja, doch Rücksprung im Endeffekt, die Return-Adresse draufgelegt auf den Stack. So, das heißt, bin jetzt eben hier beim Call. Durch den Aufruf von Call wird die Return-Adresse, die Rücksprungadresse draufgelegt auf den Stack. Und wie das dann so ist, wenn ich quasi auf meinen Top-of-Stack was lege,
Dann wandert hier auch mein Stackpointer an die nächste Stelle und zeigt jetzt auf die Rücksprungadresse. Okay. Dann sind wir jetzt in unserer Subfunktion. Was passiert dann als nächstes? Wir haben Push RBP. Wir sehen, hier oben ist der alte Basepointer aus meinem Main Stack Frame, nennen wir ihn mal. Der wird also auch draufgelegt. Also Prozent RBP haben wir auf dem Stack. Ich schreibe nochmal dazu Alt, dass wir wissen, dass das von der Main-Funktion ist. Wieder ein Element mehr und der Stackpointer wandert damit. Ja, wie gesagt, der zeigt normalerweise immer auf den Top, auf Stack. So, einer eine Idee, was jetzt bei der Move-Geschichte passiert. Move Prozent RSP nach, oder habe ich das Prozent vergessen? Prozent RBP. Was wird da wohl passieren? Habe schon mal festgestellt, Move ist eigentlich mehr so ein Kopieren von einem Wert. Was passiert da jetzt mit meinem Stackpointer und meinem Basepointer in dieser Zeile? Hat irgendwer da eine Idee? Ja, da wird was nach unten getan, fast richtig. Also nicht beide, sondern unser Stackpointer ist ja jetzt gerade hier unten. Was wir jetzt tun ist, auch hier gilt, Zieloperant ist rechts, also der Basepointer. Der zeigt im Moment hier oben noch auf den Main Stack Frame, auf das untere Ende. Und der wird jetzt, ja, der kriegt einen neuen Wert. Und den neuen Wert, den liest er aus dem Stackpointer. Das heißt, der Stackpointer zeigt gerade hier auf den alten Rücksprungwert. Und unser Basepointer kriegt den neuen Wert hier zugewiesen. Ja, das heißt, das hier gilt nicht mehr. Und mein Basepointer zeigt jetzt hier unten hin. Und damit wird quasi auch eine neue Art von Stackframe wieder eröffnet, weil wir jetzt eben den Bereich hier haben für uns zum Weiterarbeiten nach unten. Wir können jetzt weitere Befehle machen. Wir können, genau, wir wollten eigentlich eine Berechnung machen, eine Addition. Ja, und dann ist nämlich die Frage, wir haben hier irgendwo einen Parameter. Und an den müssen wir rankommen. Und da ist eben der Punkt, wir wissen eben die Adressen. Also ich habe hier im Abstand 8 habe ich die Rücksprungadresse, im Abstand 16 ich habe wieder die Else vergessen. Pusher Movil, also bei Long habe ich hier die Abstände entsprechend. Im Abstand 16 habe ich hier meinen einen Parameter. Und dann könnte ich hier halt eben als nächstes sowas Nettes sagen wie Movil 16% RBP. Die Klammer natürlich nicht vergessen. In das Register zum Beispiel RAX. Also immer dran denken, das ist jetzt die Vorbereitung zu der Addition, die ich machen will. 16% RBP ist wie eben das Thema Offset. Das heißt, ich habe hier meinen Platz mit dem Basepointer. Ich gehe aber von den Adressen im Stack, also in dem Fall bezieht sich das hier auf den Stack. Im Stack gehe ich halt 16 entfernt. Da habe ich hier mein Argument 7. Wo der erste Wert ist, den ich nehmen will zur Addition und schiebe den Wert in das Register RAX, um dann mit dem gleich rechnen zu können. Ja, wenn ich mir Register RAX anschaue, es gibt mehr als nur RAX. RAX ist ein relativ spezielles Register. In RAX wird am Ende
meiner Subfunktion, wenn ich dann wieder zurückgehe und dann irgendwann tatsächlich hier unter dem Call bin, wird das Ergebnis erwartet. Das heißt, meine Main-Funktion erwartet das Ergebnis am Ende in RAX ist. So, jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was ist denn eigentlich, wenn ich vorher was schon in RAX stehen hatte? Es gibt verschiedene Register und erinnert ihr euch aus der Vorlesung, wie die ganzen Register, die es gibt, in zwei große Gruppen geteilt werden? Also wie gesagt, so Register, was haben wir an Registern? Wir haben RAX, RBX, RCX, RDX, RDI, RSI, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, RSP und RBP. Die werden auf zwei große Gruppen aufgeteilt. Die zwei Gruppen haben zu tun mit dem, was passiert, wenn ich eine Subfunktion aufrufe. Habt ihr eine Ahnung, wie die beiden heißen? Irgendwelche Erinnerungen? Okay. Ah, okay, vielleicht ist das nicht so richtig angekommen. Es gibt einmal den Punkt, dass man sagt, darum muss sich der Aufrufer kümmern. Also die Funktion, die eine Subfunktion aufruft, die muss sich darum kümmern, wenn sie den Wert nachher braucht, dass sie den halt speichert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei RAX ist das halt relativ logisch, weil das eben, wie gesagt, auch der Rückgabewert ist. Da muss ich dann halt mich eben drum kümmern als Aufrufer, dass ich mir das abspeichere, wenn ich irgendwie den alten RAX-Wert nochmal brauche. Das Ganze nennt sich deswegen Caller Safe. Auf der anderen Seite gibt es Register wie zum Beispiel den Base Pointer und den Stack Pointer. Da wird gesagt, da muss sich die Funktion, die aufgerufen wird, drum kümmern. Deswegen ist das Erste, was in der Subfunktion immer passiert, Push RBP und Move RSP RBP. Weil ich selber hier dadurch mir das speichern muss, ich werde ja hier Dinge ändern. Also ich habe hier meinen Base Pointer im zweiten Schritt überschrieben. Und wenn ich aber mein Unterprogramm beende, muss ich den alten Basepointer wiederherstellen können. Und deswegen muss ich mich als aufgerufenes Programm darum einmal kümmern. Ich kann einmal kurz gucken, einmal kurz zur Übersicht vielleicht. Muss ich mal schauen. Das wollte ich haben. Einmal kurz aus meinen Notizen der Überblick. Also Caller Safe, sowas wie Prozent %RAX, da ist der Rückgabewert. Dann haben wir quasi unsere Argumente 1 bis 6 hier auch an der Stelle. Die sind. Die wir hier dann auch mit haben. Wenn ich quasi mehrere Parameter für eine Subfunktion aufrufe, dann finde ich die normalerweise hinter RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9. Das weiß dann noch eine aufgerufene Funktion, aber ich muss dann halt als dem Fall zum Beispiel Main-Funktion mich darum kümmern, wenn ich die Werte irgendwie brauche, noch für andere Dinge später, dann muss ich mir die sichern. Ab dem siebten Argument finden die sich dann sowieso auch auf dem Stack dann noch wieder. Genau, und Callee Safe, halt sowas wie RBX und eben Base Pointer und Stack Pointer. Das heißt, die Main-Funktion würde in dem Fall sich darauf verlassen können. Hier die Main-Funktion würde sich darauf verlassen können, wenn die Unterfunktion abgearbeitet ist, dass mein Base Pointer und Stack Pointer wieder in dem Ursprungszustand sind. Ja, also ich als Main-Funktion rufe eine Unterfunktion auf und die Register hier rechts,
Da muss ich mich nicht drum kümmern, denn da erwarte ich von der Unterfunktion, dass ich danach genau die Werte wieder zurückkriege, wie sie zu dem Zustand waren, als ich die Unterfunktion aufgerufen habe. Für die Linken gilt das nicht, da muss ich mich drum kümmern. Okay, das sind also zwei unterschiedliche Arten von Registern, die in diesem Programmaufruf mit vorkommen und die ich unter Umständen dann natürlich auch auf den Stack legen muss, weil wenn ich jetzt irgendwas sichern will als Main-Funktion, meine einzige Möglichkeit, Dinge dann zu speichern, wäre, dass ich zum Beispiel das, was ich hier noch als ominöses x bezeichnet habe, das könnte zum Beispiel jetzt Prozent R AX, der alte Wert sein, den ich hier vorher hatte, bevor ich meinen Programmaufruf gemacht habe. So, gut, ich hoffe, ich habe euch noch nicht verloren. Ich würde weiter noch mal kurz durch das Programm durchhuschen. Dann passieren hier Dinge, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Addition, hatte ich ja gesagt, die dann irgendwie aussehen kann wie ein fester Wert wird drauf addiert. Also ist das, keine Ahnung, jetzt die Addition von 0x111, was ich immer tue mit meinem RAX. Das heißt, meine Funktion macht jetzt nichts anderes als den Parameter nehmen, den ich auf den Stack gelegt habe, den in RAX schieben und dann 111 dazu addieren. Und dann ist die Funktion eigentlich auch schon durch. Und jetzt ist natürlich, jetzt muss ich die Funktion wieder abbauen, weil ich bin hier unten in diesem Stack-Frame drin. Theoretisch könnten hier auch noch weitere Sachen passieren, habe ich jetzt nicht gemacht. Wenn ich, keine Ahnung, hier zwischen irgendwie jetzt noch was mit Push drauf tue, dann wandert mein Stackpointer weiter und weiter und weiter. Ja, tun wir mal so, als wäre hier noch irgendwas dazwischen. Also da sind irgendwie ganz viele Sachen auf dem Stack gelandet. Und mein Stackpointer zeigt mittlerweile halt ganz woanders hin. Und ich bin aber jetzt fertig. Das heißt, ich will das Ganze abrüsten und ich will eigentlich hier oben in den oberen Stack-Frame zurück, wo meine Main-Funktion arbeitet. Das heißt, ich mache als erstes ein Move RBP-RSP. Denn wir haben ja gesehen, mein Stack-Pointer ist gerade an einer total anderen Stelle. Also schiebe ich den auf den Wert, wo mein Base-Pointer hin zeigt. Mein Base-Pointer, während ich in dieser Funktion Dinge tue, solange ich in der Funktion bleibe, zeigt er immer auf die gleiche Stelle. Immer auf die Rücksprungadresse, wo ich dann nachher zurück will. Und das heißt, das gilt alles nicht. Ne? Dieses alles wieder, bin ich ja durchgegangen. Ich bin wieder hier oben. Und jetzt kann ich dann sagen, pop RBP. Ich zeige mit meinem Stackpointer, also meinem Top of Stack, ja gerade auf die alte Rücksprungadresse, nicht auf die Rücksprungadresse, sage ich schon, auf den alten Basepointer von dem alten Stackframe. Und ja, wenn ich wieder in der Main-Funktion arbeiten will, dann will ich den da oben hinzeigen haben. Das kann ich hiermit tun. Also der Basepointer wird jetzt der alte Wert wird jetzt wieder dem Basepointer zugewiesen. Das heißt, das hier ist nicht mehr gültig. Und der zeigt wieder hier auf mein oberes Ende oder eigentlich das untere Ende von meinem alten. Ist das grausam, ich mal den Pfeil mal daneben. Auf das untere Ende von meinem Main Stack Frame. Und hier unten halt nicht mehr hin. Und dann gibt es noch. Den Punkt, dass wir wieder ja zurückgehen. Dass wir mit Return wieder zurückgehen, weil ich habe ja hier mit Pop, was passiert dabei auch? Mein Stackpointer zeigt eine Stelle wieder zurück, weil das Element gibt es nicht mehr im Stack hier unten. Er zeigt jetzt auf die Rücksprungadresse im Programmcode. Und das heißt, ich würde an der Stelle wieder hier in die nächste Zeile nach meinem Unterfunktionsaufruf hinzeigen. Genau, das ist im Endeffekt das, was passiert bei einem Unterfunktionsaufruf. Wir sehen, dass da verschiedene Dinge auf dem Stack gelandet sind. Einige hatte ich drüber gesprochen, die haben wir hier nicht unbedingt gebraucht oder könnten hinter dem X stehen. Gleichzeitig haben wir auch einige gesehen, die da drauf gelandet sind. Und
Genau, ihr könnt auch noch mal überlegen, ne, was wäre das, wie würden wir das bezeichnen, was ich hier unten drauf gepackt habe. Das kann man zusammenfassen eben zu fünf verschiedenen Arten von Daten, die auf den Stack gelegt werden. Und das ist das, worauf eben in 12.2 die Frage abzielt, beziehungsweise ja eben auch, dass ihr euch einmal mit dem Stack beschäftigt. Das haben wir jetzt einmal gemeinsam gemacht, beziehungsweise habe ich euch einige Sachen dazu gezeigt. Habt ihr Fragen zu dem? Okay, die Arten. Ah ja, okay. Nee, es geht nicht um die Befehle von den Arten, sondern es geht wirklich um das, was steckt da eigentlich hinter. Also ich gebe mal ein Beispiel. Hier die Return Address. Ja, das ist die Rücksprungadresse. Das ist ja eine Art. Das ist ja was, aber was anderes als dieses Prozent RBP alt. Ne, weil das gehört zu. Ich hatte da eine Folie. Einem von diesen anderen beiden Arten. Ja, so, dann müsst ihr eben gucken, was ist das hier und nicht die Befehle. Das ist so ein bisschen zum Verständnis, dass ihr eben verstehen könnt, was ist da eigentlich runter passiert. Aber gefragt ist tatsächlich nach dem, was liegt da auf dem Stack, wie kann man das eben mit einer Art beschreiben? Habt ihr soweit das nachvollziehen können, was da auf dem Stack passiert? Oder habt ihr da vielleicht noch Fragen? Ich weiß, das ist nicht unbedingt ganz so einfach. Deswegen habe ich eben gedacht, wir machen das eben mit einem kleinen Beispielprogramm. Okay, also es hängt wirklich an dem Thema Arten von Daten. Dann mache ich das mal anders. Ich hatte ja gesagt, was hat. Das sind. Ah, okay, weil das alles hexadezimale. Ja, also ist. Klar, im Endeffekt sind alles hexadezimale Werte oder ähnliches auf dem Stack. Aber es geht eben darum, was steckt da gedanklich hinter? Ja. Was hatten wir gesagt, eben wenn wir einen Funktionsaufruf haben? Ja? Ein Funktionsaufruf muss bestimmte Dinge mitbekommen, mitgegeben bekommen. Das hat einen Namen, wie diese Sachen heißen. Und damit meine ich jetzt eben nicht Parameter, sondern eben der andere Wert, wie das hier im Rahmen von dem Stack dann heißt. Das sind Sachen, die ich auf den Stack ablegen muss, damit das dann weitergeht. Das ist eine Art von Sachen, die auf dem Stack landet. Dann haben wir eben den Unterschied, wie sieht das aus mit Werten, die in Registern liegen. Da gibt es eben Register, um die muss ich mich kümmern als Aufrufer. Und dann gibt es Register, da muss ich mich als aufgerufene Funktion kümmern, also als Subfunktion. Das sind vielleicht nochmal zwei verschiedene Arten. Das ist damit gemeint. Das sind ja alles jeweils, das sind quasi Klassifizierungen von den Sachen, die ich auf dem Stack packe. Okay. Gut. Genau, wie gesagt, das ist ein ganz kleines, einfaches, dummes Beispiel. Versucht auch so ein bisschen eben nochmal für euch vielleicht zu Hause gedanklich nachzuvollziehen, was war da eigentlich mit den Schritten, was passiert da auf dem Stack. Man weiß immer nicht, was vielleicht auch an Fragen da zum Thema rund ums Stack nochmal kommt und nicht nur zu den Arten in der Klausur. Deswegen hoffe ich, dass ihr damit aber so ein bisschen das verstanden habt, was da passiert. Auch wichtig eben, dass wir in Richtung von kleineren Adresswerten wachsen. Das sollte man sich auch immer merken. Das wird auch gerne durcheinander gebracht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir langsam weiter zu dem Thema Pipelining. Und zwar natürlich hier mit so einem kleinen anderen Beispiel. Also wir haben verschiedene ich sag mal, Einheiten, die zusammengefasst werden als kombinatorischer Logikblock. Also da sind verschiedene Berechnungen, die passiert werden in der kombinatorischen Logik. Und es ist so, dass eben die Berechnung startet irgendwo.
Startet halt hier irgendwo ganz links unsere Berechnung. Wird hier irgendwie was damit gemacht? Keine Ahnung, ist relativ kurz, es braucht relativ wenig, 10 Pikosekunden. Also vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Addition oder sowas. Oder nee, nicht eine Addition, eher eine Inkrementation. Dann geht das Ergebnis weiter in den zweiten Block. Der braucht irgendwie 80 Pikosekunden, braucht halt dann schon einen ganzen Tick länger. Das kann dann tatsächlich vielleicht eine Multiplikation sein. Geht weiter in den dritten, 50 Pikosekunden, vielleicht eine Addition oder so. In den letzten Block aus der kombinatorischen Logik. Keine Ahnung, vielleicht auch hier nochmal irgendwie eine Addition. Und dann geht das Ergebnis in ein Register, bevor es dann tatsächlich an den Ausgang weitergeht. Also bis es dann irgendwie weiter genutzt werden kann. So, das heißt, ein Signal. Das ein Signal, was da reinkommt, sei es jetzt irgendwie 0 oder 1, was da ganz links reinkommt, wird halt in verschiedenen Art und Weisen verarbeitet. Und das braucht unterschiedlich lang. Wir haben einmal die kombinatorische Logik eben für die ganzen, ja, quasi Berechnungen, die dann da gemacht werden darauf oder die Änderungen. Und dann haben wir das Register am Ende, was dann im Endeffekt nochmal das Ganze, das Ergebnis dann quasi einmal speichert. So, und es geht jetzt beim Thema Pipelining darum, eben zu schauen, wie man das vielleicht optimieren kann, dass man mehr Berechnungen in kürzerer Zeit machen kann. Denn wenn wir uns das Ganze hier erstmal anschauen, die aktuelle Latenzzeit und der Durchsatz der Schaltung. Was wissen wir über die Latenz? Es gibt da die Beschreibung zu auf dem Aufgabentext. Also, die Latenz ist die Zeitdauer zwischen dem Start der Operation, das ist hier ganz links, und bis zur Ausgabe des finalen Ergebnisses, das ist hier ganz rechts. Ja, das sind wie gesagt alles Werte in Pikosekunden. Das heißt, wie würde jetzt unsere Latenzzeit im Moment für die Schaltung aussehen? Ja, genau nochmal die Frage. Also ist tatsächlich die Beschreibung, wie sie auch in der Aufgabe mit drin ist. Zumindest glaube ich, der graue Kasten ist auch bei euch mit drin. Bis zur Ausgabe des letzten finalen Ergebnisses aus dem letzten Register. Also tatsächlich hier hinten an der Stelle. Genau, das sind insgesamt 200 Pikosekunden. Denn im Moment ist es so, dass unsere kombinatorische Logik insgesamt 170 Pikosekunden braucht, bis das Signal da durch ist. Unser Register hat halt eben 30 Pikosekunden. Und ich mache das mal mit Text, das sieht ein bisschen vielleicht besser leserlich dann aus. Das heißt, unsere Latenzzeit für die gesamte Schaltung besteht aus 170 plus 30 Pikosekunden. Und damit kommen wir auf 200 Pikosekunden. Okay. Das ist das Erste. Das Zweite ist der Durchsatz für unsere unmodifizierte Schaltung, die wir haben. Was wissen wir über den Durchsatz oder was wird uns über den Durchsatz gesagt? Der Durchsatz ist die Anzahl der beendeten Operationen pro Zeiteinheit. Ja, damit jedem Takt eine Operation fertig wird, egal ob ein- oder mehrstufige Pipeline, entspricht das der Taktfrequenz gleich 1 durch Taktperiode. Okay. Wir haben auch nochmal einen Hinweis zu Taktperioden und allem. Also, was müssen wir uns für den Durchsatz angucken? Wir müssen im Endeffekt schauen, wie sieht das aus, wenn ich einen Datenwert, wie viele Datenwerte kann ich berechnen in einer gewissen Zeit? Und das hängt dann natürlich auch mit von unserer Schaltung ab. Also, wie viel, wenn ich jetzt in einem Takt bin,
ja, mit jedem Takt geht es quasi immer ein Stück weiter durch jede Einheit an sich. Also wenn ich jetzt in einem Takt am Ende des Ganzen bin, wie viel Datenwerte konnte ich jetzt berechnen, wenn ich einmal durch die Schaltung durchgegangen bin mit der Zeit? Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen wieder zu einfach. Ich weiß nicht, ob die Frage noch so verständlich ist. Also wie viel Datenwerte kann ich denn berechnen, bevor ich was Neues anfangen kann? Vielleicht auch die Frage, wann kann ich halt was Neues anfangen? Also ich brauche die 200 Pikosekunden natürlich, aber mein Problem ist halt, meine kombinatorische Logik ist irgendwo so ein bisschen beschäftigt. Und weiß halt jetzt nicht, also an sich wird die erst wieder frei, wenn ich die Daten in meinem Register habe und die von da aus weitergehen können. Das heißt, wenn ich jetzt das nächste Mal meine zweiten Daten an sich starten will, dann habe ich hier irgendwie Wartezeiten, Verzögerungen und insgesamt warte ich also diese ganze Zeit und das Register zählt dann auch noch mit dazu. Ich kann tatsächlich nur einen Datenwert zur Zeit berechnen gerade. Das heißt, mein Durchsatz ist 1 geteilt durch meine aktuelle Latenzzeit für das Ganze. Das ist natürlich nicht so optimal, wenn wir uns das vorstellen. Deswegen ist die Idee eben hinter dem Pipelining, dass wir die kombinatorische Logik eben in kleinere Teilfunktionen aufteilen. Die Reihenfolge muss beibehalten werden, aber wir wollen halt ja vielleicht gucken, dass hier vorne unser kurzer kleiner Block von 10 Pikosekunden nicht die ganze Zeit immer darauf warten muss, bis da hinten der letzte Block fertig ist oder anderes. Also, was meint ihr, wenn wir jetzt ein weiteres Register einfügen dürfen, in dem Fall innerhalb der kombinatorischen Logik, um dann, wenn der Wert, den wir haben, schon mal im Register ist, wieder von vorne schon den zweiten parallel durchrechnen lassen zu können? Was meint ihr, wo wir dann das Register hin tun würden? Wir dürfen ein Register einfügen in die kombinatorische Logik, um dann. Ja, um dann halt eben früher schon wieder die Möglichkeiten zu geben, dass was Neues passiert. Das, was vorne wieder anfängt zu berechnen. Wir haben ja verschiedene Blöcke in der kombinatorischen Logik mit unterschiedlichen Zeiten, die da durchlaufen. Wie würdet ihr denn das vielleicht aufteilen? Wie gesagt, ihr dürfen die kombinatorische Logik irgendwo in diese Kette, kombinatorische, ihr dürfen das Pipeline-Register irgendwo in die kombinatorische Logik in die Kette einfügen. Was wäre also sinnvoller Ansatz, bei der Aufteilung zu gucken? Ja, bei der 80. Vor oder hinter der 80? Also ich will das möglichst optimal machen. Wir erinnern uns noch mal so ein bisschen, wie das auch war. Wir hatten ja auch so Dinge wie Huffman- und Fano-Kodierung. Da haben wir ja irgendwie Wahrscheinlichkeiten sortiert und anderes. Und da haben wir auch versucht, teilweise irgendwie ja, so gleichmäßige Verteilung und alles zu tun. Und genau das ist das, was wir hier eigentlich auch wollen. Und im Endeffekt ist es deswegen so, dass man sagt, okay, wenn wir ein weiteres einführen können, dann wollen wir links und rechts vom Pipeline-Register möglichst gleichmäßig das verteilt haben. Das Register selber braucht ja auch irgendwie nochmal wieder 30 Pikosekunden, also genauso wie, oder in dem Hausaufgabenbeispiel sind das 40 Pikosekunden, meins hat jetzt hier 30. Das braucht halt genauso wieder und wir wollen aber links und rechts davon gleich viele Zeiteinheiten. Das heißt, ich würde jetzt hier sagen, ich mache das Ganze mit mal B. Ich habe 10 plus 80.
Plus Register 30. Also von 30 Pikosekunden. Die ersten beiden sind zusammen in den Berechnungen. Und dann habe ich hier den zweiten Teil, da habe ich hier 50 Pikosekunden, 30 Pikosekunden und auch nochmal hier ein Register von 30 Pikosekunden. Das wäre so quasi die Aufteilung. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen hingeschrieben. Im Endeffekt würde man das hier natürlich auch, also entweder textueller mehr umschreiben oder eben hier mitten rein das Register einzeichnen. Bedeutet also, ich habe insgesamt für die Latenzzeit, muss ich ja trotzdem wieder gucken, wie viel ist das insgesamt? Ne? Von ich fange vorne an, bis es kommt bei meinem Ausgaberegister raus. Wie wäre denn die Latenzzeit hier? Im Endeffekt die gleiche Grafik wie oben, außer dass ich hier zwischen 80 und 50 noch ein 30-Pikosekunden-Register drin habe. Was ist denn mit der Latenzzeit? Die Latenzzeit, die zwischen Start der Operation und Ausgabe des finalen Ergebnisses aus dem letzten Register den Wert beschreibt. Okay, genau. Jetzt haben wir das eine. Es war auch eine gute Antwort, bezieht sich aber auf eine andere Frage. Genau, insgesamt haben wir eigentlich in dieser ganzen Kette von links nach rechts haben wir einfach nur ein weiteres Glied eingefügt, was nochmal 30 Pikosekunden braucht. Das heißt, wir brauchen jetzt 30 Pikosekunden mehr, um von ganz links nach ganz rechts durchzukommen. Was wir uns aber auch anschauen ist, wir haben den Durchsatz. Und beim Durchsatz haben wir zwei unterschiedlich große Blöcke. Machen wir vielleicht mal hier. Wir haben vorne einen Block, der 120 Pikosekunden braucht. Und wir haben hinten einen Block, der 110 Pikosekunden braucht. Trotzdem ist es jetzt natürlich so, dass ich, auch wenn ich hier im hinteren Block schneller fertig bin mit den 110, und quasi mein Register schon wieder frei ist und deswegen auch die Blöcke hier alle frei sind, dass ich hier was rechnen könnte, ich trotzdem ja warten muss auf den ersten Block, der 120 Pikosekunden braucht. Das heißt, ich kann insgesamt, ja, das heißt, ich habe hier quasi, wenn man so will, auf der rechten Seite 10 Pikosekunden idle, mehr oder weniger. Also muss ich deswegen von 120 Pikosekunden ausgehen, die ich in jedem Block dann doch warte oder durchlaufe. Das eine eben mit dem Idle. Und ich kann in der Gesamtzeit, die ich habe, in diesen ganzen 230 an sich Pikosekunden, na gut, es sind es 230 Pikosekunden ist die Latenzzeit, die ist anders definiert, aber in der Gesamtzeit von vorne bis hinten durchlaufend, kann ich zwei Operationen durchführen oder zwei Datenwertberechnungen durchführen pro zweimal 120 Pikosekunden oder eben halt eins durch 120 Pikosekunden dann. Ja, und da sehen wir schon, dadurch, dass wir ein Register hinzugefügt haben, bin ich eigentlich eben, ja, habe ich den Durchsatz erhöht und kann, beziehungsweise, also, ne, bin halt schneller in dem Ganzen, statt ein pro 200 Pikosekunden, dann kann ich ein pro 120 Pikosekunden berechnen an Datenwerten, wenn die halt immer ausgelastet sind. Okay, und schließlich das Letzte ist, was wäre halt, wenn ich überall einfach Pipeline-Register einfüge hinter jedem Block aus meiner kombinatorischen Logik.
Wie würde das dann aussehen? Ja, schauen wir uns das mal an. Dann würde ich quasi immer sagen, ich habe hier 10 plus Register 30. Nächsten Block haben wir dann 80 plus Register 30. Dann haben wir 50 plus Register 30. Und 30 plus das Register 30. Mal gucken. Genau, die vier sind es. Also vier Einheiten. Ich hätte jetzt also nicht nur ein Register hinzugefügt, ich hätte insgesamt drei hinzugefügt. Was wäre die Latenzzeit jetzt an dieser Stelle? Genau, insgesamt sind wir dann bei 290 Pikosekunden an Latenzzeit. Und was meint ihr, was wäre der Durchsatz an dieser Stelle? Wovon hängt nochmal der Durchsatz ab? Was ist da zu beachten? Nicht nur die Anzahl Blöcke, die wir haben. Genau, also wir haben vier Blöcke insgesamt, soweit erstmal richtig. Und wir müssen irgendwie gucken von den Werten. Es gibt im Endeffekt den Maximalwert, den wir da haben. Also wir haben vier Blöcke und wir gucken nach dem größten Block, den wir haben. Und genau, das ist eben hier, das sind hier die 110 Pikosekunden im zweiten Block. Und dadurch würden wir hier, weil an anderen Stellen wir eben warten müssen, einen Durchsatz von 1 durch 110 Pikosekunden schaffen. Okay, so kann sich das Ganze also ändern. Man muss natürlich jeweils immer schauen, je nachdem, macht es jetzt eigentlich Sinn, da noch irgendwo ein Register einzufügen oder nicht. Denn es kann sein, dass da tatsächlich auch Latenzen verschlechtert werden. Und also unnötig verschlechtert werden und der Durchsatz gar nicht irgendwie besser wird. Das ist so das, wo ihr in der Hausaufgabe eben so ein bisschen auch vielleicht mal mit drauf gucken könnt. An sich ist es reine Berechnung und eben schauen, welche Werte kommen da raus für die Hausaufgabe. Aber wie gesagt, denkt euch dann einfach zum Verständnis, guckt euch dann auch mal an, was würde denn eigentlich vielleicht, also gerade vielleicht auch die Teilaufgabe C, was passiert eigentlich an den Stellen und warum ist es vielleicht nicht sinnvoll, an jeder Stelle irgendein Register einzuführen. Gut, das soll es dann, glaube ich, an der Stelle erstmal für Pipelining sein. Was wir noch haben, ist die Aufgabe 1.4, 1.4, 12.4. Die geht um Performance von Rechnern im Endeffekt. Ihr habt vielleicht gesehen, dass da ein Programm ist. Das könnt ihr runterladen. Also gerade mal, für das ist noch offen. Ich habe zum Beispiel mich vorhin einfach mal auf einen der Server im Informatikrechenzentrum verbunden mit Putty, so wie ich das auch vor Weihnachten schon mal gemacht habe. Und da kann man eben auch die, ja, das dann runterladen. Glaube ich glaube, jetzt schon ein zu tief. Genau, also ihr seht da so in Rot am rechten Rand die mounten.h, die habe ich runtergeladen.
Die Adresse ist auf dem Aufgabenblatt angegeben und ich habe dann zum Beispiel jetzt einfach nur gesagt, ich habe WGET, um halt einen Link über Kommandozeile runterzuladen. So könnt ihr das also sehr einfach. Ich habe jetzt eine alte Version genommen von 2019, aber im Endeffekt ist auch ist der Link im Moodle zu finden oder an anderen Stellen. Also WGET Leerzeichen und dann die Adresse zu der Mountain.tar, sofern die halt ohne Anmeldung zugänglich ist. Könnt ihr das zum Beispiel auch direkt runterladen? Dann würde er das einmal laden. Bei mir meckert er jetzt ein bisschen eventuell oder er hat es überschrieben, kann auch so. Ja, er hat es als neue Datei geschrieben und dann habe ich es halt im Verzeichnis. Der nächste Schritt ist, das ist auch angegeben auf dem Blatt, das zu entpacken. Wenn ihr das am Informatikumsrechenzentrum an einem Linux-Rechner macht zum Beispiel, dann ist das tar-Leerzeichen xf-Leerzeichen mountain.tar. Und dann gibt es eben den Ordner Mountain, den wir haben, den ich dann eben mit cd-Leerzeichen Mountain reingegangen bin. Und wenn wir uns den angucken, dann sehen wir da einige Dateien, die da sind. Punkt C, Punkt H am Ende. Also irgendwelche C-Dateien. Es gibt ein Make-File, ein paar Textdateien und eine README. Spannend ist für uns das, was hier grün hervorgehoben ist, beziehungsweise einfach nur Mountain heißt. Das ist nämlich dann die ausführbare Datei. Und wenn ich da im Informatikumsrechenzentrum bin, dann kann ich halt sagen, okay, Punkt slash Mountain, damit würde ich das ausführen. Ich möchte allerdings vielleicht die Ausgabe nicht irgendwie nur in der Kommandozeile haben, sondern wir erinnern uns, wir können da mit größer als Taste Dinge in eine Textdatei schreiben. Und wenn ich dann halt eben sage, in zum Beispiel my-mountain.out, dann ist das eine Textdatei minus my-mountain.out, die ich dann damit schreibe, wo dann das Ergebnis drin ist. Genau, das könnt ihr machen, wenn ihr unter dem Linux-Rechner so entsprechend sagt, ist relativ einfach, zum Beispiel halt eben, wie gesagt, via PuTTY ins Rechenzentrum. Was kommt denn eigentlich dabei raus, wenn wir uns das Ganze angucken? Also ich habe ja jetzt die Datei, ich hatte es ja schon hier mal durchgeführt, damit das auf jeden Fall funktioniert, beziehungsweise gucken wir uns das hier einmal an und lassen wir ihn nochmal durchlaufen. Seht ihr, was passiert währenddessen? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also im Endeffekt wird es ausgeführt, wird im Hintergrund in die Datei geschrieben. Und dann kann ich mit einem beliebigen Texteditor meiner Wahl da reingehen, das weiter bearbeiten, rüberkopieren oder ähnliches. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass zum einen ganz oben wir die Taktfrequenz haben von dem Rechner, wo wir waren. Das sind also anscheinend 2,6 Gigahertz. Und dann haben wir verschiedene, ja, es sind verschiedene Größen, die wir hier haben. Verschiedene Blockgrößen, mit denen dieser Benchmark gemacht wird. Also an sich ist es ja eben Benchmark, um Sachen zu vergleichen, anzugucken. Gibt verschiedene Blockgrößen, dass wir irgendwie das mit 128 Megabyte durchlaufen lassen, mit 64 Megabyte. 32 Megabyte bis dann schließlich ganz am Ende. Das kleinste sind dann irgendwo 16 Kilobyte. So, das sind dann die Blockgrößen und dann gibt es verschiedene Werte, die wir hier sehen, also verschiedene Spalten. Das ist bei mir immer umgebrochen von 1 bis 15. Und da haben wir doch auch eben mehrere Durchläufe, wo er dann eben guckt. Und wir können daraus dann uns Dinge anschauen, wie was ist eigentlich der maximale Datendurchsatz, den wir haben. Zum Beispiel, wenn wir eine Blockgröße von 128 Megabyte haben, dann ist der maximale Datendurchsatz hier, den wir überhaupt erreichen konnten, ist bei 11.000 Megabyte pro Sekunde. Ne, denkt dran, hier oben steht Megabyte pro Sekunde. Also die Einheit für das Ganze. Also 128 Megabyte sind es 11.000. Wenn wir weiter runtergehen, kleinere Blockgröße, dann haben wir tatsächlich hier 34.409 Megabyte pro Sekunde. Also tatsächlich einen deutlich höheren Datendurchsatz. Genau, wie gesagt, die Datei an sich, das sind halt mehrere Spalten, die ihr dementsprechend dann auch als
Genau, die ihr dann in Excel oder ein anderes Tabellenkalkulationsprogramm importieren sollt und versucht daraus eben eine Grafik zu plotten. Also wie gesagt, im Endeffekt, wir haben verschiedene Blockgrößen und verschiedene Durchläufe. Und insofern sollten wir da also ein relativ mehrdimensionales Diagramm haben. Das sollte ihr dann entsprechend abgeben. Genau, das erste ist also die Textdatei, die hier rauskommt. Genau, die Frage, die erste Datei ist der Maximalwert. Nun, hat sich zumindest bei uns so ergeben. Ist meistens wahrscheinlich auch genau der Fall. Ich sage nur ganz vorsichtig meistens, denn genau jetzt haben wir nämlich auch die Frage noch, die letzte Teilaufgabe C, die stellt sich nämlich die Frage, wenn wir das Programm mehrfach laufen lassen, dann können sich teilweise deutliche Unterschiede bei den gemessenen Werten ergeben. Also zum Beispiel, das kann ich euch jetzt nicht im Vergleich zeigen, vorhin, als ich es habe laufen lassen, hatte ich statt 34.000 hier den Wert von 32.000. Das ist ja schon mal ein Unterschied, irgendwie von 2000, 2000 paar zerquetschten Megabyte pro Sekunde Unterschied. Und insofern gibt es da halt eben die Frage, wie lässt sich das erklären? Also mehrfach laufen lassen allein auf der gleichen Hardware. Ne? Darum geht das bei C. Also nicht nur, ihr sollt ja auf verschiedene Hardware möglichst versuchen, das unter A zu laufen zu lassen. Aber halt bei C, selbst wenn ihr auf der gleichen das laufen lasst, gibt es Unterschiede. So, und da das Programm ja im Endeffekt die Ausführungszeit von Unterprogrammen sich anschaut, und zwar abhängig von der Größe der beteiligten Dateien und Zugriffsmustern, ist eben die Frage, wie kann auf der gleichen Hardware, also genau, das war das, was ich gerade gesagt habe, kommen die Frage nochmal, ne? Was messen wir eigentlich? Also genau, es ist die Ausführungszeit von Programmen, abhängig von der Größe der beteiligten Dateien hauptsächlich. Und auch, ja, also genau, dass wir halt eben größere, ne, 16K ist halt, dass ich kleinere Dateien habe als irgendwie 128 Megabyte oder so, die größeren Dateien. Also im Endeffekt sind es dann, hat das Programm grundsätzlich da Ausführungszeiten gemessen und uns dann daraus eine Leserate gegeben. Also deswegen, wie viel Megabyte pro Sekunde können wir dann lesen, wenn wir Dateigrößen von einer bestimmten Art zum Beispiel haben. So, okay. Also, das heißt, ganz kurz gefasst geht es um die Ausführungszeit von Programmen. Warum kann das jetzt auf einer gleichen Hardware unterschiedlich sein? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Warum gibt es Unterschiede, wenn ich ein Programm auf der gleichen Hardware ausführe zu unterschiedlichen Zeitpunkten? Okay, Nebenprozesse ist so ein Stichwort, was hier genannt wird. Genau. Wir wissen nicht, was sonst noch läuft. Ich bin jetzt hier auf dem Informatik-Rechenzentrumscluster. Wer weiß, was da eventuell gerade jemand für irgendwie Computergrafik oder so generieren lässt. Ne? Wenn der irgendwie die Systeme groß belastet werden, dann kriege ich vielleicht weniger Kapazität und Rechenpower und dann wird es langsamer oder schlechter. Fällt euch noch was ein? Genau, grundsätzlich die Auslastung des Speichers, ja, das hängt auch damit so zusammen. Erinnert ihr euch vielleicht noch ganz weit zurück an den Start des Semesters, wo wir uns ja auch angeschaut haben, wie Hardware heutzutage sich verhält im Gegensatz zu Hardware früher? Und es war schön, dass da oben gesagt wird, dass es 2,6 Gigahertz sind. Vielleicht sind es aber auch nicht immer 2,6 Gigahertz, oder? Ne? Woran liegt das denn eigentlich? Also genauso wie wenn ich irgendwie meinen Laptop oder so habe und da steht zwar ganz schön, ja,
rechnet mit 2 Gigahertz normalerweise an Taktrate, aber wenn ich dann irgendwie mein System aufmache, meine E-Mails lese und dann gucke ich mal in gucke ich mal irgendwie auf meinen Prozessor, was der gerade macht, dann macht er vielleicht nicht 2 Gigahertz gerade an Taktrate. Woran lag das denn eigentlich? Oder anders gesagt, warum will man vielleicht nicht immer mit der maximalen Prozessorleistung fahren und der maximalen Taktrate? Also nur weil, keine Ahnung, mein Desktop-Rechner 5 Gigahertz Taktrate kann. Ja, genau, hoher Stromverbrauch. Also das heißt, in der Sachen, die irgendwie ho gegen hohen Stromverbrauch arbeiten und dann vielleicht auch Taktraten anpassen dynamisch, das kann auch dazu führen, dass wir im Moment gerade unterschiedliche Werte dann vielleicht kriegen. Gut, genau, es gibt noch ein paar andere Sachen, auf die ihr vielleicht kommen könnt. Also wenn ich jetzt das jetzt nämlich, also das war jetzt alles so ein bisschen stark bezogen auf, ich mache es immer an der gleichen Stelle. Was ist, wenn ich denn von verschiedenen Stellen das vergleiche? Also ich mache das quasi einmal im Informatikrechenzentrum, ich mache das einmal auf meinem Desktop, ich mache das einmal auf meinem Laptop. Was sind da denn Unterschiede, die euch so einfallen? Warum kann ich da unterschiedliche Werte rauskriegen? Ja, genau, das Logischste, Einfachste ist erstmal Hardware. Der Prozessor ist erstmal unterschiedlich. Und was kann auch noch unterschiedlich sein? Also ich vermute, die meisten werden mindestens einen Unterschied haben zwischen dem Rechenzentrum-Server und dem bei euch zu Hause, wenn ihr das ausführen würdet. Ja, ich meine nicht die Internetverbindung, es wird ja jeweils lokal ausgestattet, ausgeführt. Das heißt, das ist eigentlich egal. Auf was für einem System führe ich das denn auf dem Informatikrechenzentrum aus? Was sind denn das für Server? Oder auch mal ganz blöd gefragt, kann ich die gleichen Programme, die ich zu Hause ausführe, auf dem Informatikrechenzentrum-Servern ausführen? Bei den meisten von euch? Würde ich das mal vermuten, ist das nicht so einfach. Das liegt an einem Unterschied zwischen den Servern, zwischen dem Informatikum-Server und dem Zuhause, dem, was ihr zu Hause habt. Außer ich habe jetzt genau mit denen, die ihr hier anwesend seid, die ihr die Ausnahmen seid, die ihr das vielleicht alle zu Hause auch alle habt. Was steuert denn die ganze CPU eigentlich an? Und wovon wird die Hardware benutzt? Etwas, was bei einem Rechner anders ist als bei einem anderen Rechner. Theoretisch wäre das, wenn ich das auf meinem Smartphone ausführen würde, nochmal wieder was anderes. Genau, das Betriebssystem. Also, das kann ja auch einfach sein, ne? Ich habe jetzt mal vermutet, dass die meisten von euch eher Windows-Systeme haben oder zumindest auch Windows-Systeme zu Hause haben. Und der ein oder andere vielleicht ein Linux-System. Der Informatikum-Server läuft natürlich mit einem Linux-System. Auch dann gibt es nochmal Unterschiede zwischen verschiedenen Linux-Systemen, wie es oft zwischen verschiedenen Windows-Systemen Unterschiede geben würde. Und das macht einfach schon mal eine Menge Unterschiede aus. Sei es eben in dem Bereich, wie dann das Betriebssystem optimiert solche Zugriffe. Sei es eben auch einfach dann darauf, was das für eine Version ist oder wie allgemein damit umgegangen wird mit Zugriffen. Okay, ich hoffe, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Punkte, über die wir gesprochen haben, die ihr für den 12.4c dann auch mit unterbringen könnt. Natürlich dann auch ein bisschen schön sauber aufschreiben, nicht nur stichpunktartig, sondern ein bisschen auch beschreiben, wo der Unterschied herkommt. Und dann sind wir soweit durch mit dem Aufgabenblatt. Wie gesagt, müsste das letzte gewesen sein, nach allem, was ich weiß. Und die nächsten 2 Wochen, die wir noch haben, würde ich dann mit euch, sofern ihr wollt, eben nutzen, dass wir
bei dem ersten Aufgabenblatt anfangen, also nicht dem Aufgabenblatt. Wir fangen nicht mit Aufgabenblättern direkt an, um Gottes Willen, das schaffen wir gar nicht. Wir können natürlich nicht das, was wir in 12 Wochen gemacht haben, einfach dann in 2 Wochen nochmal alles machen. Aber ich würde mal ein bisschen wieder gucken, rauskramen, Sachen, die wir einfach uns mal anschauen können, um so ein bisschen quer über die Übungsblätter zu schauen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo steht ihr eigentlich für die Klausur, wo müsst ihr vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken und euch so mal ein bisschen schon so langsam eingewöhnen in den Klausurmodus. Und dann würde ich quasi grob bis zur Hälfte des Semesters im nächsten Termin gehen und dann die zweite Hälfte des Semesters im übernächsten Termin. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, wo ihr sagt, ah, das wäre ganz gut, das hätte ich vielleicht gerne auch noch mal wiederholt oder wäre vielleicht praktisch, schreibt mir gerne Vorschläge. Ihr solltet eigentlich übers Moodle oder über die TAMS-Webseite ja auch meine Kontaktdaten da jeweils haben. Also schreibt mir gerne Vorschläge. Ich gucke dann mal. Ich muss dann natürlich auch schauen, je nachdem, wie viel Rückmeldung ich kriege, was wir dann unterbringen können, weil wir wollen ja auch keine 5-Stunden-Termine jeweils machen. Also ich sag mal, nach 2 bis maximal 3 Stunden sollte es sowieso jeder Termin durch sein und eigentlich, ich sag mal, 1,5 bis 2 Stunden reicht hoffentlich auch, um einen ersten Eindruck zu kriegen. Es gibt ja noch weitere Angebote, die von TAMS dann angeboten werden in Bezug auf die Klausur. Ich weiß nicht, ob Herr Meder da schon ein bisschen was zu gesagt hatte, aber normalerweise auch noch mal eine Probeklausur, die ihr machen könnt und noch mal ein Paniktutorium, was dann allerdings nicht von mir gemacht wird, sondern in der Regel von Herrn Meder, wo man dann auch noch mal Themen wiederholt, um halt ja hoffentlich dann alle Fragen soweit zu klären. Okay, Thema Komplemente höre ich schon, ja, das ist sicherlich sinnvoll mit unterzubringen. Okay, notiere ich mir. Und wie gesagt, sonst überlege gerne noch mal, schreibt es mir per E-Mail über Mo oder über Moodle, bevorzugt aber über E-Mail. Kontaktdaten sollten auf der TAMS-Webseite auch da nochmal stehen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, viel Erfolg mit den aktuellen Aufgaben. Wenn wir uns nicht mehr sehen, schon mal viel Erfolg bei der Klausur. Und ja, allgemein halt bis dann irgendwann, entweder nächste Woche, übernächste Woche oder irgendwann sonst bei anderen Gelegenheiten im Informatikum.